Mehr als 5000 Vorstellungen in 5 Kontinenten und vor 6 Millionen Zusehern konnten die Schallninmönche bereits verzeichnen. Seit Februar tourten sie wieder quer durch Europa und haben am vergangenen Mittwoch Station in Trofeiach gemacht. Die Schallninmönche nach Trofeiach zu holen war nicht sehr einfach, nachdem wir 2001 war die letzte Veranstaltung in Trofeiach. Nach 13 Jahren durch den Herrn Sander haben wir ein bisschen das gemanagt, dass wir in Trofeiach die Schallninmönche wieder auftreten können. Und ich glaube für die Trofeiacher Bevölkerung oder Trofeiach-Geihafen jetzt, dass das ganz super mal ankommt. Was ist die große Faszination Ihrer Meinung nach? Warum lieben die Menschen die Schallninmönche? Ich glaube eins, warum die Menschen das lieben, sage ich eins, weil die einfach ganz andere Personen sind, wenn ich schaue, wenn ich da gerade raufschaue zum Trainieren, wie die mit ihren Stöcken und mit ihren Körpertechniken umgehen, finde ich ganz super. In ihrer neuen Show Shamis Weg nach Shaolin wird der harte, beschwerliche und entbehrungsreiche Weg der Kinder auf der Suche nach deren Meistern gezeigt. Die Show zeigt faszinierende und geheimnisvolle Übungen der Mönche. Ihre meisterliche Beherrschung des Hard Qigong lässt Stöcke und Eisenstangen auf ihren Körpern zerschmettern und Speerspitzen gegen die empfindlichsten Körperstellen gerichtet sein. Gezeigt wird aber auch die tiefe Beziehung zwischen Schülern und Meistern.其实这些都是只能说是少林功夫的一部分，来，既然说是拿出来展现给大家看了，大家就不必要害怕，因为这个是经过我们排练之后，最起码不会伤害到观众，之后才会给你们演出来，所以大家不必要害怕。这个就是有的在练的时间长，有的练的时间短，然后就是在相同的环境下，就是大家就是看就是自己的功夫了。 Möchten auch Sie die atemberaubende Show der Schallinmönche sehen? Dann haben Sie am 3. April in Kindberg oder am 5. April in Spielberg die Möglichkeit dazu. Yeah!